Jetzt darfst du noch eins. Nein, du? Oder? Ich bin Defense. Ah, es geht wieder los. Es geht wieder los. Offense, hä? Hä? Ja. Jetzt muss ich es Touchdown machen. Du schon. Ich muss zuerst aufstellen. Da ist noch 5. So, wie läuft's? Hey, der Stalker! Ich würde mal sagen, es ist noch eigentlich ausgeglichen, oder wie willst du so Würfel-Ding? Ja, ich würde sagen. Ich würde sagen, ja. Es ist 1-0 für ihn. Ich habe, also es ist einfach so voll normal. Ich habe 10 rausgeschlagen, das ist mein Vorteil. Ja, das ist übel. Okay, ja, das ist ein Vorteil. Aber das Spiel gewinnen wird schwierig für mich, aber ein Unentschieden liegt durchaus dann. Warte mal ab, du hast mir 2 rausgehauen. Du bist voll im Vorteil. Das sind so die Depro-Dinger, weißt du? Dann hat er irgendwie so, ich mag jetzt so fahren, wie ich und hat er mitlebt. Vergiss es, das zieht mir nicht mehr. So, klicken wir mal. Was läuft bei euch? Ja, es lägt gerade hure hart. Also Stefan noch viel mehr wie mir. Aber ihr sind wahrscheinlich, das ist komisch. Wir haben wahrscheinlich alle gamen und Zeug abschiessen wegen einem Halloween-Event. Ja, es ist schon seit längerem, seit einem Monat, zwei haben sie irgendwelche Probleme, es rubberbandet wieder und lägt. Oh, okay, das ist scheiße. Ja, vor allem im PvP-Spiel ist das echt voll scheiße. Genau, und es ist ja gerade bei mir, wenn es jetzt irgend so ein Game ist, wo ja, dann stirbst halt und spawnst wieder irgendwo anders. Selbst dort schießt es ja, aber bei mir ist dann halt Schiff weg. Und es ist dann halt echt wirklich furchtbar. Ja. Aber ja, ein andermal wieder. Also haben wir jetzt aufgehört? Ja. Ist gerade gleich, ich habe einen mega strengen Tag gehabt. Und ist mir gerade egal. Bis nächstes gucken muss nicht so wissen. Oh, ich habe meinen letzten Arbeitstag gehabt, plus noch Grippeimpfung, ich bin recht hinüber, aber das Blattball geht immer. Also letzten Arbeitstag, du bist jetzt von jetzt weg bis im Januar frei. Hör auf! Ich könnte so gerne reisen. Das ist so scheiße. Weißt du, genau, du verschwendest jetzt auf zwei geile Ferienmonate für nichts. Da kannst du so geile Sachen machen. Ja, irgendetwas musst du schon noch suchen, was du in den 2 Monaten machen kannst, was du es nicht machen. Also irgendwie irgendetwas. Ich bin offen für die Idee, ja. Ja, das genieße es auf jeden Fall. Ich muss morgen aufstehen, hast du einen Neider gefunden. Tja, lieber du wie nicht. Ich wünsche euch einen schönen Abend und viel Spaß noch. Gleichfalls, tschüss. Ja, schlaf gut. Ich neu wieder. Ja, Samstag ist Supreme Commander Day. Ja, aber ich bin zum Nacht eingeladen, ich komme dann einfach ein bisschen später. Jo. Also nicht mal so von 11, 12 mäßig bin ich dann daheim. Genau, dann, bis dann hat er uns so verprügelt, dass wir keinen Bock mehr haben wahrscheinlich. es geht. Okay, dann sind wir nicht das voll im Griff, die Kind of Games. Mal schauen, wer wen verprügelt. Das und es ist also gerade am Anfang würden wir das zweite nur für Stefan gehen und du kannst natürlich die fokussieren, also an in die Air und an in die Landeinheiten und so, und dann hast du mit dem Tech-Tree hure viel einfacher. Also als Zweiter gegen einen Einzelnen hast du einen merklichen Vorteil. Das ist noch eine gute Strategie, Simon. Merkt ihr das? Ja, es ist ja. Ich kann jetzt gar nicht zugelassen. Du hörst nie zu! Du bist schlimmer wie eine Frau! Nein, Mann hörst nie zu. Ja, gut, nein, ist egal. Das ist hey, schönen Abend. Bis bald. Am Samstag. Genau. Ja. Tschüss. Bis dann. Gute Nacht, mein Freund. Schlaf gut. Jetzt hat es mir gar nicht aufgepasst. Der Ball liegt gut
Du hast mich prügelt, aber okay. Grosser Personalaufwand, Kroxy steht. Kroxy steht, naja. Sieht gar nicht so schlecht aus, finde ich. Ich finde, das ist voll okay für dich. Au, so, dort hinten können wir noch nichts machen. Das ist alles zu weit weg. Weißt du, was ich sehr würde begrüßen, wenn jetzt das blöde Ding noch kommt? Das blöde Ding? Du meinst den Dummkopf? Ja. Der müsste eigentlich langsam kommen, gell? Der ist noch nie da. Ja. Jetzt gerade wäre ein guter Moment. Ja, ich muss mal überlegen. Ich habe zu wenig Spieler. Ich brauche mehr Spieler. Jetzt muss ich mir überlegen, den haust du weg. Den kannst du auch weghauen. Dann steht aber noch der Kroxinator. Dann hätten wir hier Tackle Zone und dann machen wir da noch Tackle Zone. Dann brauchst du wenigstens den Blitz. Ist das schlau, was ich da mache? Ist wirklich eine Rolle, wie kann ich nicht sonst machen. Ja, vielleicht wäre es in dieser Situation auch gleich besser, auf Risiko zu gehen und den Mighty Blow auf dem Kroxi zu nutzen. Hätte ich glaube gemacht, ja. Nur halt eben, wenn der auf Dummkopf macht, dann bin ich wirklich voll verarscht. Ja, ist ja immer so ein blödes Abwägen, aber ich muss eigentlich bei dir etwas raushauen. Na gut, also, ist jetzt so. Da kommt auch nicht an dem 3, gibt mir das 4. Ich kann es einfach so wegmachen, ist aber ein bisschen gefährlich. Ist ein bisschen gefährlich. Building a cage. We have to build. There is a skink. Hat doch zuerst schon schauen, ob ich den wegschlagen kann. Wäre ich auch gegangen, hä?
Dann schauen wir mal, was wir da machen können. Du willst da rüber. Raus mit dem Sich. Aua, es sind schon genug draus. Und so geht das nur rein. Ah, das ist gar kein Schwarzorg. Soll jetzt ein Kroxy oder Kroxy sein? Ja, ja, machen 6 Plus, so finde ich gut. Genau so mache ich das. Ja, okay. Fertig träumen. Kroxy. Mighty Blow, Mighty Blow. Und Mighty Locker. Blow. Das ist ja schön, gell? Ja, es wäre natürlich schön, dass ich hier rein können. Aber das muss so passen. So, jetzt müssen wir schnell überlegen, welche Richtung will ich dich haben. Gegen Kinder. Ja, aber das schaffe ich nicht. Nein. Das schaffe ich nicht. Sind wir doch gewartet machen, das wäre eigentlich durchaus eine Option, oder? Na komm, ein bisschen Risiko. Und das Kink-Invasion. Thank you.
Im Ideal ist aber echt das, he? Ich kann mal versuchen, die Cornflakes zu räumen. Was für Cornflakes? Das Mikro wieder am Bar klappt. Ja, sorry. Es klebt, weil es klebt. Ja gut, du bist jetzt aber, hast jetzt gut durchgearbeitet. Ich sollte mit dem zuschlagen. Ja. Tote Cornflakes, jawohl. Wie kommst du auf Cornflakes? Das ist Crux Lotta. Crux Lotta ist ja gut. Möglichst viel im Boden ist möglichst viel gut. Das ist eine tolle Aussage. Also die Dodges sind echt geil, so mit ja, Stunty Dodge. Na, ich glaube, das ist doch gut, Blitz habe ich gemacht. Und wenn es halt nur einen Push gibt, dann gibt es halt nur einen Push. Ah, jetzt bin ich rechts kritisch schwach. Ja. Mhm, will ich machen. Das will ich nicht. Kannst du nicht mal so einen Schnellklick-Move machen? Könnte ich, gell? Habe ich schon überlegt.
Mit denen stellen wir nachher die zu. Okay. Zudem, wenn ich ihn nicht umlasse, wäre es blöd. Ergo müssen wir auf sicher gehen, dass wir den umlösen. Aua! Immer auf die Kleinen. Das denkt. Ja, ich hätte, oh. Ich hätte gleich müssen dort drüber stehen, da habe ich ein bisschen Schwachstil gemacht. Ja, kommst du durch, hast du neues Hast. Dahinter kommt nichts, he? Von dahinter kommt gar nichts. Du kannst dich vorne durchbewegen. Ich kann mich vorne durchbewegen, was ist das für Aussage? Ja, dieses Ding ist genug schnell für das. Blitz habe ich gebraucht. Nennen wir das mal Corner Guard. Oh. Ist das so? Nein! Jawohl, weil es kann. Der bleibt jetzt stehen, dass ich den nicht bewegen Aha. Ja gut, dann töten wir alles Barocks. Durchaus eine Möglichkeit. Guter Anfang. Ich könnte aber noch ein bisschen mehr sein.
Immer Pau, immer Pau, immer hat er einen Pau. So viele Paus, das ist doch gar nicht möglich. So, toter Schwarzorg. Ach, fast. Aber nicht, hä? Und jetzt kommt der ultimative Move. Das hat der Brock gemacht. Ah, so. Ich glaube nicht. Also besser geht fast nicht. Ich glaube auch nicht. Geile Lonus Kinky. Und? Yeah, I'm fucking Stumpty! Es ist immer so ein bisschen Verzweiflungstat, wenn die letzte Verteidigungslinie nur noch Skunks besteht, Skinks besteht. Der Black Orc hat sogar noch ein Level up. Ui. Drei Saurus-Truste, das ist immer super. Der will von Marty Blau aus die Fresse haben. Ja, aber glaubt das nicht wohl. Ja, das ist nicht unwahrscheinlich. Wobei, eigentlich müsste ich ihn ja mal drehen, oder? Eigentlich müsste ich jetzt einen Rüstungsbrecher bekommen. Langsam aber sicher, meinst du? Ich könnte jetzt verschiedene Sachen machen. Das ist oftmals so. Du kannst auch einfach dich im Kreis drehen und ein paar Purzelbäume machen. Was natürlich durchaus auch eine Option wäre. Ah, absolut. Und gar keine schlechte, möchte ich betonen. Lohner töten. Na gut, mit dem kann ich leben. 2, 3, 4, 5, da kann ich noch eins zurück. Hallo? So ist das mit einer gemeint. Es
war wieder mal ein sogenannter Missklick. Nein, verdammt! Was machst denn du da? Missklicks mache ich, ja, zum Glück. Was ist los? Ich zwei hintereinander, du. Aua! Ich könnte jetzt auf die Carnifex, auf die Crocs einschlagen, aber das ist scheiße. Was, mit zwei Routen? Ja, könntest du. Du hättest noch gerne wieder am Boden würde liegen und einfach weg können schlafen. Mhm. Ja, ich spiele für eine Sonnenschütte. Solange die mein Kings leben, kann ich nicht. Ja, ich würde dich gescheiter Touchdown machen lassen, hätte ich. Ja, gut, mit 40. Kannst du glauben, ich wollte den Touchdown nicht machen. Solange deine 40 Kings leben, bist du viel zu schnell. Aber auch zerbrechlich. Ja, ja, schon, aber. Ich versuche, dich rauszuschlagen, aber es geht nicht. Ja, dafür hast du mit Rhysaurus rausgehauen. Es ja. Ist wieder mal voll logisch. Ich weiß, mein Ziel wäre, dein Gangs rauszuhauen, aber es geht nicht. Ja, logisch. Das kann ich absolut nachvollziehen. Da. Also, nütze! Oh, da. Tot! Die Frage ist wer? Ich habe 3D Rose, nicht mehr einen. Ja, super. Genau das habe ich wieder. Genau so habe ich mir das vorgestellt. Oh je. So, dann machen wir einen Dummkopf. Wow. Du hast keinen Dummkopf gehabt, bis jetzt gut. Das stimmt. Gemacht. Das stimmt. Ja, yeah, es geht. Aber du hast nicht. Nein, nicht mehr. Carnifex. Ich glaube, ich habe sicher schon 6 Mal gemoved. Es ist ja nicht nur Block, es ist auch Move und ich habe noch nie einen Dummkopf gehabt, das stimmt. Ich kann mich nicht beschweren, was der angeht. Jedes Mal, ja. Also, dort ist eine, das ist 2, aber ein Block, den möchte ich dann rausnehmen. Was ist das kleinste Risiko? Der, ja, ein Dodge mit Dodge ist das kleinste Risiko. Dann der. Und zuletzt ein Mighty Blow! Wee wee wee! BAM! Rüstig 9, interessiert mich nicht. Das ist unglaublich, ey. Das haben meine Saurus auch gesagt, und 3 liegen aus. Ich kann rüstig 9, ey, interessiert mich nicht. Stimmt, natürlich. Jetzt kannst du sogar einen Touchdown machen. Ja, klar. Ja, mal kannst du. Wäre sogar, die kannst du weghauen, dann, ja, ist ein bisschen Gewürfel, aber ist machbar. Irgendwann müsste sie dann noch sterben. Sidestep Skink! Ja, es ist unglaublich, die Uhr rüstig 7 Skinks und leben alles. Und 3-mal rüstig 9 stirbt. Eieiei, da wird verwundert. Jetzt aber, raus mit dir, du blöder Sack. Aua! Na gut, das wird los. Das ist unglaublich, ey. Jetzt magst du.
gibt keine Gefahr für mich. Gefahr ist der Naffel. Ja, Gefahr ist der Naffel, aber die Gefahr nehme ich mal. Ja, genau. Mhm. Hä? Wie machst du jetzt den Übergang? Noch ein bisschen. Ach so, okay, ja gut, das stimmt. Ja, nein, hast recht. Ja, ist das schon. Nein, ist recht, absolut. Chance, ja, logisch, na klar. Du hast überhaupt keinen Zeitdruck und ich kann nicht viel in den Weg spielen. Du kannst natürlich auch überlegen, dann schlage ich nicht auf die Rumme. Aua. Aua. Niemals. Ja, ich glaube, ich mache die gleiche Taktik mit dem kleinen Nutschen, mit dem kleinsten Risiko. Das wäre der. Oh, da ist er! Da ist er! Ja, ja, du bist dumm gekommen. Aber hast du gut gemacht bis jetzt. Nein, ist okay. Guter Kroxy. Dann. 2 auf dem Block ist eigentlich okay, oder? Ich könnte vielleicht sogar so machen. Ja, komm, dann machen wir so. Ich kann zumindest noch etwas in den Weg stellen. Ich muss sagen, ich frisse langsam ein bisschen, ich frisse langsam ein bisschen viele Blocks, weißt du? So. Oh, ein neuer Mitspieler. Yeah! Mach ich Druck auf Bauer da unten. Das Kriegsverteidigung. Also rechts findest du durch, aber das lag mir nicht von der Geschwindigkeit her, oder? Komm mal hier mal hin. Ne, eigentlich finde ich es gut, rechts durch, und ich mache lieber dazu. Oh, so ein Spisch, was wir da machen können. Dann machen wir jetzt noch so ein. Wie viel Zeug haben wir noch? 3? Ja, komm, gehen wir mal so. Ja.
Uiuiuiui. Leck, schau mal, wie viel? Viermal Rüstung 9 gebrochen. Das kann ich. Also ich bin überrascht, wie lange ich dich da aufhalten kann mit meinen paar wenigen Spielern davon. Ja, ich wollte aber nicht dringend das Touchdown machen bis jetzt. Aha, okay. Aber du machst wirklich voll auf. Mhm. Jetzt kommst du an mit zwei Go for it. Und mit der Übergabe wäre sogar ein Go for it. Okay, ich muss den Kroxy bewegen. Der Kroxy ist nämlich ein Dummkopf und ein Dummkopf ist, muss man bewegen. Geil, weil ich ihn nicht da oben schieben. Das wäre mega geil. Das wäre ultra geil am Move. Für das müsste ich den oben loswerden, das hast du vergessen. Dodge ist definitiv nicht die Stärke von denen. Das läuft nicht, okay. Das heisst, ich habe da unten noch meine vier Stinkis. Das ist okay. Jetzt müssen wir den da noch behindern. Ja, einen kannst du natürlich weghauen, das schafft keine Chance, das irgendwie zu verhindern. Okay, jetzt müssen wir halt einen Risky Move machen. Go, go, Croxy, go! Und der Obligati da oben, der kann mehr langsam. ja, der Reroll brauche ich vielleicht noch. Nein. Ich hoffe, ich habe das so schwer wie möglich gemacht. Ja, es ist nicht ganz easy, aber... Also ich muss würfeln, das hast du schon mal sehr gut gemacht.
Hätte aber auch vorher müssen, aber ganz ehrlich, ich bin mega greedy und versuche jetzt noch schlau SP zu holen. Aua! Aber nicht Krux Lotta. Hä? Was, auf Krux Lotta oder was? Oder machst du einen Pass? Ja, ich mach einen Pass. Krass, sicher. Du musst aber einen Touchdown machen, gell? Ja, also verliere ich halt, aber ich möchte gerne das so, okay. Ding probieren. Ah. Weil der hat, auf dem fällt 1 SP. Leider fällt dem 3, mit dem kann ich nichts machen. Und den kann ich niemals fahren. Ah, der, ja, okay, gut. Nein, okay, das kann ich nachvollziehen. Übergabe an Blitzer und dann ja. Passen. Ja, nachher passen und nachher, wenn es geht, habe ich 1 SP. Wenn nicht. Also ich gerade zuerst machen, dann wissen wir, ob der Spiel... Der? Ja, ich meine, mit dem... geht das? Nein, das geht nicht. Du müsstest zuerst den Saurus noch weghauen. Ja, das ist mein Problem. Der Saurus ist nicht ganz easy wegzuhauen. Also vor allem so wegzuhauen, dass er nachher sicher nicht im Weg steht. Du kannst ja keinen Assist aufbauen, das ist doch das Problem. Was also mit einem One-Dice kannst du machen? Ja. Ah, habe ich gut aufgestellt, bin ich zufrieden. Ja, das ist schön. Also der auf den, das ist mit dem der Pass und der will nachher den Touchdown machen. Ich höre da noch Leute. Wo ich nicht her mögen. Zum Besten geht der Carnifex weg. Oder kann ich mit dem den wegblitzen? Das ist ein Kroxigor! Ja, das ist mein... Zeig mal ein bisschen Respekt da! Sonst mache ich den Rage Quit. Der Kornfleck, was soll das sein? Das ist Krux Lotta! Also der muss weg. Der auf den, das ist die drei brauche ich. Das ist die zwei kann ich brauchen. Mit dem blitze ich und mit dem schlage ich. Vielleicht ist es komplizierter wie ein Wander-Touchdown. Ja, ich wollte einfach, wenn es ideal geht. Und das ist jetzt gerade nicht... Oh, das ist recht ideal. Das ist okay. Ja, ist okay. Kann ich voll brauchen. So. Ist schon der Klammerschwanz weg. Gut, nachher. Also wenn ich den nehme, dann muss der den Touchdown so machen. Nein, der spielt den Pass und der macht den Touchdown. Dann geht der 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Das reicht nicht einmal. Aha, der muss auch noch weg. Hui! Ja, du musst den Saurus weghauen. Ja. Dann hast du es relativ safe. Das ist am besten. 30 Sekunden? Nein! Was? Ja. Wieso so? Wieder ein Klick-Error, hä? Ja, ja. Okay. Ja, gut, ist der Loner, ist okay. Okay. Also gut, halt nicht. Ja, es war jetzt einfach greedy gewesen. Ich hätte zwei Level-Ups können machen, wenn ich es geschafft hätte. Ja, ist aber nicht die dümmste Strategie. Ich meine, das ist ein Friendly, es geht um nichts und verlierst ist scheißegal. XP ist echt wichtiger. Das ist schon richtig. Ah, ja, genau. Das ist so. Aber der Fehler ist im Fall vorher. Ich habe vorher einen Fehler gemacht. Ich habe nicht gesehen, dass wir schon Runde 15 sind. Ich hätte mehr Leute müssen in Abschlussposition bringen. Mm. Weißt du, ich bin da so ein bisschen am Rumchillen. Das lenkt dann schon. Oh, Scheiße. Und jetzt hast du gut verteidigt. Das ist schön. Ich habe jetzt zweimal Boneheads gehabt, aber im Moment, wo nicht entscheidend sind. Das ist okay. Ja. Ja, Wahnsinn. Mein Gott, all meine Offensive ist aus. Das ist echt krass, zieh das mal hier. Ja.
Ich sage ja, der Touch schon eigentlich mega easy können machen, wenn ich hätte wollen. Und das würde ihm nicht irgendwo viel. Wenn es wirklich darauf angeht, würde es wirklich krasser angehen. Aber ich habe probiert im Fall von Anfang an, weil ich sehe, dass ich die Überzahl habe. Ich versuche deine Skinks. Ich habe im Fall mindestens einen Block pro Runde auf einen Skink gegangen. Jetzt ist einer raus. Weil ich einfach genau gut, weißt du, wenn ich gewinnen will, muss ich verhindern, dass du nachher mir quer über das Spielfeld hinten reinlaufst. Ich glaube, gegen Sauret musst du Kings raushauen. Ja, genau. Ich probiere das ganze Spiel. Schau mal, null Ballhandling, du bist voll am Arsch. Ja. Ja, es ist nicht einmal so, dass du viel Dodge hast gehabt. Vielleicht zweimal. Eigentlich hast du gar nicht so Dodge gehabt, sondern einfach. Ja, es ist schon glücklich gewesen. Muss sagen. Zumindest bei den Kings, der ist es viel scheiße gewesen. Ich meine, dafür habe ich viel Saurus verloren. Das dürfte ja, genau, es ist völlig, sein. Weißt du, was ich meine? Es ist völlig eigentlich falsch, von Logik her. So, der steht auf noch eher halber auf. Mich kann ich nicht machen. Ja, gerade. Schade, ich hätte es okay. Ich hätte noch ein Zwicky Level gemacht, aber wenn es geklappt hätte, hätte ich noch zwei mehr gehabt. Ja, gut, ich meine, Touchdown gibt natürlich 3 SSP, das darfst du auch nicht unterschätzen. S3. Ja, das Touchdown, ja. Ich habe das 2. Der Lohner wird ihn nicht kaufen, nein. Saurus. Ja, du hast nicht viel SP gemacht. Blitzer. Oh ja, sehr bescheiden. Gut, ich habe nicht mega viel. Touchdown, MVP, fertig. Besser als du. 11. Ja. Okay. Aber ich finde Orks sind immer geiler im Fall. Orks sind wirklich. Gut, die grosse Frage ist nachher halt, wenn. Also ich glaube wirklich, wenn es um Level-2 Teams geht, sind die Orks nicht mehr so mega gut. Jetzt habe ich genau eins ab anstatt. Aber der Ding hat doch eins, der Drawer. Ah, der hat schon gehabt. Ja, genau eins. Hey, weißt du, die Verteilung von der SP in meinem Team, oder? Das ist ja krass. Ja, mir läuft. Ich habe mega viel XSP, aber ich habe genau 2 Level abgehauen wie jetzt. Aber es ist mega krass. Also, ein Blocker. Du willst blocken? Das wäre hure geil. 6. Schwarzork. Ja, du willst einfach blocken. Das ist super. Ich habe 3 Leute mit 5, einen mit 4. Oh, einen mit 3, 2 mit 2 und einen mit 1. Ja, mir sieht es nicht so toll aus. Und dann Block das auch, das ist weg im nächsten Match. Ja, jetzt habe ich. Sorry, es tut mir leid. Es ist einfach dumm gegangen. Ja, ich meine, lieber so. Das ist okay. Ich finde, mit dem kann ich leben. Das ist ein Match. Und dann ja, solange sie nicht tot sind. Und keine schwerwiegende Verletzung ist okay. Ich könnte mir einen Skink kaufen, aber es bringt nichts, dann nehme ich lieber den Loner. Wie? Aha. Nein, ich spare lieber auf einen Team-Reroll. Wie Saurus habe ich Maximum, Crocs habe ich Maximum und Skink kommt mir gratis über. Ja, schon, aber. Also, jetzt aus dem Grund raus, ich würde mir im Fall 2 Skinks kaufen. Die kostet ja nichts, oder? Ja, 60'000, so billig sind sie nicht. Ach krass, teurer als ein Lineman von mir. Okay, nein, das Problem ist einfach, also ich habe jetzt massiv auf deine Skinks geblockt und habe am Schluss einen rausgebracht, das geht dir dann nicht jedes Mal so. Ja, aber auch wenn, weißt du, wenn du mich all Skinks killen würdest, im Worst Case, dann komme ich auf all die Skinks setzt über als Loner im nächsten Spiel. Und wenn einer wirklich so gut ist, dass er gut XP macht, dann kaufen einfach. Ich muss die. Okay, gut. Das sind meine Linemans, okay. Oder? Das ist voll okay. Ich spare im Moment lieber auf den Team-Reroll. Also, du musst einfach auf Team-Ding, gibt er recht. Einfach, wenn du halt das Spiel willst, gewinnen. Unter Umständen, wenn das passiert. Ja, aber das hat keinen Einfluss aufs Skin, oder nicht? Ob es ein Loner ist oder nicht. Ja, du hast 4 Skinks und wenn die rausgehen. Ja, aber ich komme die alle wieder neu. Ja, aber du hast sie nicht während dem Spiel. Also wenn ich jetzt Kings kaufe, komme ich kein Loner rüber. Das bringt im Moment überhaupt nichts.
Ja, wenn du nicht zwei kannst kaufen, bringt es eigentlich gar nichts, gibt dir recht. Ich brauche im Moment zwei zusätzliche Skins, ich komme zwei Loaner rüber. Das heisst, ich müsste drei kaufen können, dass es überhaupt etwas bringt. Ah, du hast sogar zwei Loaner. Okay. Nein, das muss ich bei dem sparen und ja, ein dritter Team-Reroll wäre gar nicht so übel. Otz. Eigentlich ist eine 58,3%ige Chance, dass das King rausgeht. Also Kau. Ja, du brauchst einen Boost-Down oder einen. Aha, nein, das, nein, einfach, dass die Rüstung gebrochen wird, gell? Nur, aha, dass die Rüstung gebrochen wird. Ja, halt Rüstung 7, ja, kennen wir. Und du, Stunty geht ja nur auf 1 minus Rüstung oder auf Casualty nicht. Auf Injury Roll gibt's ja kein, ist kein Problem. Kannst du noch schauen. Ich glaube, es ist sogar ein Malus auf den. Auf den Injury, der ja. Armor, oder? Aber nicht auf Injury Roll. Okay. Also, glaube ich. Müsst ihr schauen. Ja gut, so weit ist er gar nicht gekommen. Das ist nicht mal, das ist nicht mal ein Rüstung brechen von meinen Skins. Jawohl, aber es ist einfach K.O. Nicht einmal K.O. Ein Maximum Stunt. Aber ja, es ist einfach Stunt gegangen. Ja, dafür hast du mir 5 Sauras rausgehauen, hör doch auf. Ja, ich weiß. Pfff, ich bin schon so Stunty. Stunty. Also grundsätzlich, was haben wir jetzt? Eins, zwei, was haben wir jetzt gehabt? Zwei Stunden?